Mir kommt so vor, als ob das ein längeres Kapitel sein wird hier. Na toll, Jody. So, da müssen wir ja ein bisschen was machen wieder. Ansonsten haben wir gleich Abend. Und dann haben wir wieder diese blöde Nacht eventuell. So, ich gehe mal zu denen hier. Mal sehen, was Jay macht. Blöder Stuhlkopf. Nie will er mit den anderen mit. Darf ich's mal probieren? Kennst du dich mit Pferden aus? Nein. Geh ruhig rein. Dein Name ist Arschki. Was? Wie? Arschki. Gab's keinen schöneren Namen, du Arschki. Hey, Arschki. Hab keine Angst, ich komm jetzt rüber zu dir, okay? Ich komm ganz ruhig. Langsam. Sei friedlich. Ruhig, mein Guter. Benutze nicht deine Hufe und oh Gott. Bleib so. Ich bin doch da. Und ich habe einen Geist. Siehst du, Arschki? Gar nicht so übel, oder? Dann gib's zu. Du magst mich eigentlich, ne? Hey, Aiden. Wolltest du schon mal reiten gehen? Okay, dann tun wir mal das Pferd kontrollieren. Das ist mal keine schlechte Idee. Das unterstütze ich auch. Bring ihn auf die Koppel. Auf welche Koppel denn? Geht das hier raus? Ja, ich muss leider meine Unwissenheit preisgeben. Ich weiß nicht hier, was eine Koppel ist. Ich gehe jetzt einfach mal hier rein. Cool. Wie hast du das gemacht? Wir stecken alle voller Rätsel. Ich hab dich wohl falsch eingeschätzt. Wenn du dich duschen willst, schau mal hinter der Scheune. Ladies first. Kein Problem für mich. Was geht's jetzt gegen Abend schon zu hier? Ja, na gut. Wir gehen mal duschen, das ist ein ganz interessantes Thema bei Jody. Hab ich so das Gefühl. Ja. Oh, das ist ja wirklich eine Luxusdusche. Aber ich sag mal so, das ist schon mal sehr viel wert. Würde ich jetzt mal so sagen. Hm. Naja, also ich muss jetzt mal kurz ein bisschen mal die Augen erheben. Kalt oder warm? Ist ja egal, ne? Wir sind ja in der Wüste. Geht die Kamera ein bisschen tiefer? Ne, ich kann die da ja wohl steuern hier. Also es tut mir leid, falls ihr mehr sehen wollt, bin leider sehr stark begrenzt. Ui, da will jemand mittuschen. Was? Crown? Krähe oder? Was ist das? Crown? Crown. Crown. Habt ihr das gesehen? Er hat was rangeschrieben. Auf dieser Blechwand. Und dann rannte der Typ weg und wisst ihr was? Er wurde nie wieder gesehen. Er wurde nie wieder gesehen. Lustig. Ja. Ja, jetzt kommen wir mal zum ernsten Thema. Die Geister anscheinend wieder. Es ist Zeit fürs Bett. Diese unterschwellige Mist hier, der hier jedes Mal mir erzählt. Verriegeln wir das ganze Haus. Geh einfach in dein Zimmer, Jody. Und komm nicht raus, egal was passiert. Erinnerst du dich an die Schafe? Ich will nicht, dass dir was zustößt. Um Gottes Willen, Paul. Was geht hier vor sich? Jetzt geh in dein Zimmer. Du kannst gar nichts tun.
Na, wenn du wüsstest. Schlaumeier, du, was ich schon alles hinter mir hab. So, steht die Oma noch? Die saß doch vor uns hier. Ach, die wurde weggerollt schon. Ja. Ich kann ja auch nichts machen, ne? Ich könnte ja wieder hier die Tür aufmachen. Aber ich glaube, das würde ja zum übelsten Eklat kommen, oder? Nee, ich lasse jetzt echt die Tür zu, weil ich jetzt echt ein bisschen Schiss habe, dass ich mal wirklich was Falsches machen könnte. Ich gehe jetzt wirklich schlafen, das ist mir jetzt Wurst. Irgendwann müssen die mir ja das erzählen. Beziehungsweise bestimmt ist irgendwann so die Story soweit, dass sie es mir erzählen können. Okay, also ich wollte nochmal schnell hintergehen, ob hier wirklich nichts mehr geht. Was war denn jetzt? Jetzt hat sie... Warte mal kurz. Jetzt hat sie nach hinten geguckt. Anscheinend ist es noch nicht tatsächlich Zeit zum Schlafen gehen. Ich gehe jetzt mal mit Aiden rum. Ich benutze Aiden viel zu selten. Ich gebe es ganz offen zu. Aha. Der macht sich hier ins Hemd. Der entspannt sich. Oh je. Aber er hätte mal sein Fenster verriegeln sollen. Das ist meine. Okay. Weiter geht's nicht. Das ist wahrscheinlich... Ach, das war immer die Toilette. Deswegen. Und hier ist die Oma. Und die Oma... Oh, was? Was macht die Oma? Die Oma, die guckt immer die schöne Decke an. Der Hund. Der sitzt wie immer unterm Tisch. Ich mache jetzt wieder die Tür auf, weil ich ja nicht weiß, wie es weitergeht. Oh Gott, hoffentlich bereue ich das jetzt nicht. Schöner Mond. Oh, eine riesige Wand. Ich würde wieder reingehen wollen. Wenn ich jetzt was machen kann, dann würde ich jetzt reingehen. Ah, ich kann mich bewegen, aber ich komme nicht wieder rein. Und die Wand kommt näher. Oh, Backe, was habe ich hier angerichtet? Ich komme echt nicht mehr rein. Und die Wand kommt wirklich immer näher. Jetzt mal hier zum Baum. Boah. Was geht hier ab? Ja, ich hab's gerade verkackt. Ja, ich muss ein bisschen aufpassen, was ich drücke. Oh Gott, ich will nicht sterben. Ich wundere mich, warum
sie jetzt so stehen bleibt. Ich kann wieder laufen. Ich weiß echt immer nicht, was ich drücken soll, weil da kommt irgendwas von oben und dann weiß ich gar nicht nach links, nach rechts. Verdammte Axt. In diesen Quicktime-Events bin ich richtig schlecht, falls ihr das schon gemerkt habt. Ich weiß immer nicht, in welche Richtung ich drücken soll. Das ist mein Hauptproblem. Jody! Jody, ich sagte doch, bleib im Zimmer! Du könntest tot sein! Was ist hier los? Was war das für ein Ding? Du hättest auf mich hören sollen. Und im Zimmer bleiben. Jetzt sag mir die Wahrheit! Sag mir endlich, was hier los ist. Es ist Yeizo. Er will Blut. Nichts anderes interessiert ihn. Wir können nichts dagegen tun. Bei Geistern sind wir machtlos. Böse Geister scheuen diese Welt. Wenn er hier ist, hat das einen Grund. Nächster Tag. Kennst du mich noch, Ashki? Wir sind Freunde, oder? Ich stelle jetzt meinen Fuß in den Steigbügel und komm hoch, okay? Och. Genau geht's jetzt hier vorwärts? Einfach nach vorwärts drücken, würde ich sagen. Hey, was denkst du, Ashki? Wir sind ziemlich gut, hm? Dein Geheimnis muss mir das Pferd noch verraten. Hey, hör mal, ich reite raus und sehe nach den Churros. Willst du mitkommen? Sicher. Na dann los! Endlich mal ein bisschen reiten. Bisschen mal was anderes. Ah, jetzt wird mir noch die Bedienung erklärt. Das ist wahrscheinlich dieser normale Galopp hier. Ein. Ja, da kann man ein bisschen mal die Gegend erkunden. Und das Pferd, das büxt mir hier fast raus. Scheint ja doch ziemlich weiträumig zu sein. Aber ich habe es nicht vor, hier mein ganzes Leben in der Wüste zu verbringen. Hier sind noch ein paar Schafe, ein paar Churros hinsetzen. Bleib ja da. Hör zu, ich weiß, dass du nicht darüber sprechen willst. Aber ich muss wissen, was passiert ist letzte Nacht. Noch nicht mal einen Schluck darf man hier nehmen. Dein Vater kennt diesen Spuk. Der Geist kam nicht zum ersten Mal, richtig? Yeizo war schon immer hier. Er kommt in der Nacht und stiehlt Seelen. Die Alten haben gesagt, er ist ein Fluch. Das ist der Preis, den unser Stamm für dieses Land zahlt. Paul? Und trotz all dem... Wollte dein Vater nie von hier weggehen? Nein. Bei ihm zählt der Spuk einfach mit zu dem Land. Wie die Felsen und der Wüstensand, das wird nicht verschwinden, also muss man einfach damit leben. Jetzt will ich dir aber mal ein paar Fragen stellen. Was willst du wirklich hier draußen mitten in der Wüste?
Sieht fast aus, als würdest du vor was wegrennen. Wahrheit? Ich schätze, ich versuche zu vergessen. Nochmal neu anfangen. Am Ende bin ich auf der Flucht vor mir selbst. Du bist wie wir. Du hast auch ein dunkles Geheimnis, nicht wahr, Jody? Ich... Ich muss dir was beichten. Ich... Das war also die Wahrheit. Oh, was ist das? The bear by a shark, I... Was hat denn der jetzt für eine andere Stimme? Oh, she in the dish is. Das war Pa. Kein Wasser auf der Ranch, muss was mit dem Brunnen sein. Ich sehe auf dem Rückweg vorbei. Ich kann nachschauen, wenn du willst. Ja, ich weiß nicht, ob das was bringt. Ich tu, was ich kann. Wo ist der Brunnen? Da drüben. Da ist eine Windmühle. Nicht zu verfehlen. Okay. Ich sehe dich dann auf der Ranch. Okay. Da, wo die Windmühle ist. Bis später. Das heißt, wieder auf den Pferd und ab zur Windmühle. Ja, das kann er jetzt wirklich nicht verfehlen. Komm, Arschki. Er möchte aber nicht schneller laufen. Obwohl ich jetzt diesen schneller drücke. Oder muss ich erstmal auf dem Weg sein? Aha, jetzt. Galoppieren mal. Ach, Arschki. Jetzt sind wir da. Ganz easy. Werde ich wohl mit allen ran müssen, wenn ihr die Jody hier in Gefahr bringt. Das war's. Ganz toll, Aiden. Die Pumpe läuft jetzt wieder. Ja, und da ich so neugierig und so dumm bin, gehe ich dahin. Vielleicht lässt sich ja was rausfinden, warum mich immer so ein komisches Wesen begutachtet. Irgendwas zum Anfassen. Ach, hier guck an, die gleiche Kette wie der eine hat. Was war's das jetzt schon? Ich bin nur reingegangen, um die Kette zu begutachten. Das ist ja wunderschön. Okay, mal. Okay, ich sollte wahrscheinlich nicht so oft Ketten anfassen. Schlecht in Ausweichen. Schon wieder dieses Crown. Ha.
weiß nicht, was es für eine ominöse Spur ist. Aber wir folgen dir einfach mal. Es ist wirklich sehr, sehr, sehr weitläufig hier. Nee, sie geht zielgerichtet dorthin. Da hinten hat auch sowas geblinkt, geblitzt. Also es gibt immer solche kleinen Sachen, ne? Ja, gehe dahin, ne? So, dass man ein bisschen geführt wird. Finde ich gar nicht schlecht. Dass man gleich so alles offensichtlich... Kannst du was sehen, Aiden? Ah, hier. Was ist das hier, ein Schwert? Ach, channeln kann ich's. Cool. Das ist ja wie bei den toten Leichen. Natürlich ein bisschen schwierig. Komm schon! Zeig dich wieder hinein! Eine Existenz. Massakrierte die Soldaten im Fort. War das etwa Yeizu? Hier blinkt was. Hier gehe ich auf jeden Fall hin. Ein Hut? Im Ernst? Hat der Hut einen Spiegel drin oder was? Der geteilte Baum. Ich muss ihn finden. Der geteilte Baum, was? Ich wollte mich eigentlich noch ein bisschen umgucken, aber anscheinend war es das schon. Ja, okay. Jetzt steigen wir wieder auf mein Arschki. Irgendwo wie, was? Wie geteilter Baum? Ich habe keine Ahnung. Muss ich ehrlich sein, weil ich jetzt gerade nicht so richtig hingeguckt habe, wie ein geteilter Baum aussieht. Aber sie hat nach da hinten geguckt. Ich kann noch keinen geteilten Baum erkennen. Ja, aber eine schöne, trostlose Landschaft. Keine Tierchen, die hier rumkrauchen. Die Teufelsburg. Der Platz aus meiner Vision. Okay, das ist der Baum hier anscheinend. Der sieht wirklich ein bisschen geteilt aus. Checken wir mal den Baum ab. Kann ich hier machen, ne? Mal mit einem abchecken. Oh, hier ist irgendwas. Einfach mal intuitiv Boden angeschnipst hier. Achso, jetzt muss ich drücken. Jetzt sie kramen kann. Achso, es ist immer irgendwas zu machen, ne? Geister, sie trugen diese rituellen Masken.